Wir haben es mit einem Infektionsgeschehen zu tun, das eine sehr, sehr hohe Dynamik hat. Und wir haben den Höhepunkt noch nicht erreicht. Auch weil wir mit einem starken Eintrag von Ansteckungen aus Italien rechnen müssen und auch aus Teilen Frankreichs jetzt. Ziel ist es, die Ausbreitung zu verlangsamen. Und deshalb gibt es einen weiteren Erlass an die Gesundheitsbehörden heute. Mit diesem Erlass werden wir die Absage von allen Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern anordnen. Das geschieht auch, um die Behörden vor Ort von der Prüflast zu entlasten, denn es gilt weiterhin, jede Veranstaltung in Niedersachsen steht auf dem Prüfstand. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass Veranstaltungen mit weniger als 1000, das will ich hier sehr klar sagen, harmlos sind. Die Kommunen bleiben dafür verantwortlich, vor Ort Veranstaltungen sorgfältig und konkret zu prüfen, gegebenenfalls auch abzusagen oder für die Durchführung klare Auflagen zu erteilen. Für Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, gelten seit heute Betretungsverbote in folgenden Einrichtungen: in Schulen, in Kitas, in Kinderheimen, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, in Hochschulen und in Landesbildungszentren. Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, die von Klassenfahrten aus Risikogebieten heimkehren, sind zudem für 14 Tage unter Quarantäne gestellt.